Vielleicht können wir uns gegenseitig mit dem Monster helfen. Nö, diese Info müssen sie sich verdienen. Weiß ja nicht, ob ich ihnen vertrauen kann. Aber du musst das Karussell reparieren. Es hat sicher einen Grund, dass dein Karussell festgekettet ist. Ja, und zwar, dass Mr. Hopsworth voll blöd ist. Entklemmen Sie es mir? Mhm, okay. Bis bald. Ich sag's doch. Hier, wenn Sie was Dann brauchen. Schauen wir uns mal das Karussell an. So, Kette. Eine stabile Kette hielt das Karussell am Boden fest. Hatten wir nicht so eine Brechstange dabei? Ich glaube, die ist noch aus dem ersten Teil. Crowbar. Ich weiß gar nicht mehr, war möglich. Das war eines der ersten Dinge, die man im ersten Teil hatte. Anschwung! Ja, jetzt mach Anschwung. Ah, warte, wo ist, da ist Karussell. Anschubsen. Jetzt aber. Hey, ich bin's wieder. Wie kann ich helfen? Sagst du mir, wo dein Bruder sich versteckt? Vielleicht. Ja, okay. Sie haben mir geholfen. Er versteckt sich in einer Bank im Park. Ich darf es nicht verraten, aber sie sind okay. Monster, hatten wir das schon? Wie war das mit dem riesigen Monster? Also, mein Bruder Foxel, so vor 2 Nächten, also es war abends, ja? Wir hatten voll lange Kreissägen und Dynamos gespielt und ich so... Aber, wo war ich? Das Riesenmonster. Ach ja, stimmt. Also, später in der Nacht weckt er mich auf und schreit was von einem Riesenmonster. Auf dem Gras. Und? Das ist das Ende der Geschichte. Sagen Sie Amber nichts davon. Na gut, dann... Bis bald. Wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen. Das sah ein bisschen merkwürdig aus mit den Beinen, die da über den auf den Grashalmen liefen, ohne dass sie. Aber naja. Das ist halt. Ja, Kleinigkeiten. Ansonsten ist es ja, also ich finde es bisher super gemacht. Also, muss ich auch sagen, das ist ja kein großes Studio, das das gemacht hat. Indie-Produktion quasi. Genau. Also mit ihr kann man reden, aber wir wollten ja zur Bank. Und wir hatten vorhin eine komische Bank und da muss der Junge irgendwo sich verstecken. Da gehen wir doch da erstmal hin. So. Aber man sieht an dieser einen Location, wie viel da untergebracht ist an Situationen und Rätseln. Hallo, ja. Foxel. Was? Ich heiße Foster. Ich habe nur ein paar Fragen. Hast du vielleicht irgendwelche Monster gesehen? Woher wissen Sie von dem Monster? Von deinem Bruder, Pixel. Blöder Pixel. Der ist so total blöd. Gehen Sie weg. Oh. Können wir uns nochmal unterhalten? Hi. Ich suche einen vermissten Jungen. Er ist vor ein paar Nächten hier lang gekommen. Er heißt Milo. Er ist etwa so alt wie Pixel. Und wie ich. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich bin in dieser Festung. Hier ist es sicher. Sicher wovor? Dem Monster. Meine Fox, Güte. Das mit dem Monster. In Wirklichkeit bin ich ein Monsterjäger und habe ein Monster durch die Wüste verfolgt. Ich glaube, es ist hier durchgekommen. Und ich suche jemanden Tapferen, der es gesehen und überlebt hat. Ich hab's gesehen. Kannst du es beschreiben?
Es war groß und monsterig und es frisst Kinder und ich habe die Schreie gehört und es war schnell und dunkel und leise. Langsam, eins nach dem anderen. Es war groß, wie ein Riesenhund. Ein Riesenhund? Mopsgeschwindigkeit. Klingt wie das, das ich suche. Hast du Kinder gesehen? Nein, aber gehört. Sie haben geweint. In seinem Bauch drin. Und wo ist es hin? Es schlich sich in die Stadt. Danach bin ich hier rein. Ich lass mich von dem nicht erwischen. Du bist seit 2 Tagen hier drin? Ich lebe noch, oder nicht? Kannst du mir mehr über die vermissten Kinder erzählen? Nur, dass ich sie in dem Monster gehört habe. Diesen Riesenhund. Wo hast du den gesehen? Pixel und ich haben Kreissägen und Dynamos gespielt. Ich habe gewonnen und er war sauer. Dann bin ich nachts aufgewacht. Es war total dunkel. Ich hörte ein Geräusch, wie Fußschritte auf der Straße. Große Füße. Dann hörte ich Schreie von Kindern. Da habe ich mich schnell in meinem Fort versteckt. Und seither bist du hier drin? Ja. Ich habe Hunger. Die Stadt. Ja, na gut. Weißt du, wie ich in die Stadt komme? Man geht durch das Haupttor rein und raus. Gehen sie da rein, um es zu töten? Klar doch. Das machen Monsterjäger so. Und dann bringe ich Milo und die anderen Kinder mit raus. Echt? Nehmen Sie besser das mit. Danke. Was ist das? Ein Böller. Damit wollte ich das Monster töten. Den schenke ich Ihnen. Was mache ich mit diesem Böller? Sie könnten ihn auf das Monster schmeißen. Und die Ohren zuhalten. Sehr gut. Aber dann haben wir einen Anhaltspunkt und ich habe schon eine Idee, wofür wir den Böller gebrauchen können. Okay, und ich hatte überlegt, ob wir dem Kind die Limonade geben. Stimmt. Oder die Knackwürstchen, aber die sind vielleicht nicht mehr ganz so. So, dann bis schauen bald. Wir doch mal, was haben wir denn in unserem Inventar? Ich habe Hunger. Ich kann mich mal umschauen. Mr. Hopsworth gibt mir manchmal was von seinem Essen ab. Auch wenn er meistens nichts davon merkt. Ja, verstanden. Foxels Riesenhund klang sehr nach dem Stalker, der Milo entführt hatte. Jetzt war ich sicher, dass der Stalker in der Stadt war. Es musste einen Weg durch das Haupttor geben. Habe ich irgendwas im Inventar? Nee, ich kann ihm nichts geben. Okay. Ja. Dann muss ich wohl wahrscheinlich entweder was von den Sachen finden. Aber ich dachte mir, der Böller könnte doch super sein, um die Vögel vielleicht wegzuschlagen. Ah, okay. Weil ich habe mit der Brechstange oder so, macht ja keinen Sinn. So. Also man muss schon näher rangehen. Mhm. Und dann könnte man eben sagen... Böller. Böller. Minus 1 Böller. So, okay, also jetzt einmal Türritual ausführen. Hauen, also Tür schlagen. Nee, Stoßstange schlagen. Stoßstange schlagen. Auf die Stoßstange hauen. Tanzen. Tanz aufführen. Die ganze Welt ist mein Dancefloor. Und dann ziehen, Tür ziehen. Also. Ah, plus 1 Mini-K. Dann können wir ihm die Mini-K geben. Die Frage ist, ob bei dem Geruch die Mini-K genießbar ist. Das ist doch egal, er wollte nur was zu essen. Der Hunger treibt es schon rein. Es ist noch kein Kind vom vollen Teller verhungert. Wir können es ja mal probieren, ob man ihm eine Mini-K anbieten kann. Können wir uns noch mal unterhalten? Hi. Nee. Sandwich? Wie war das mit dem Sandwich? Was für ein Sandwich? Achso, wegen Hopsworth Essen und so. Mhm. Die sind so lecker. Ah, er will ein Sandwich. Also er ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Er ist mit dem Hunger keine vergammelte Mini. Nein, lieber nicht. Aber ich habe auch...
glaube schon, dass wir die Mini-Käfer was brauchen. Mhm. Und die Vögel scheinen ja total drauf zu stehen, auch wenn die stinkt. Ah, vielleicht können wir da den Mini-Kay gegen das Düt tauschen. Ja. Versuchen wir das doch mal. Genau. Bis bald. Jetzt gehen wir erstmal hier weg. Weg, 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 weg. So. Renn! Renn, Foster, renn! Lauf, Foster, lauf! Lauf, Foster! So, und die kommen zum Glück nicht wieder. Wie praktisch. Ja. So, der Vogel war irgendwo... Oder links. Der flog hier irgendwo rum, oder? Da. Fällt mir wird noch ganz schwindelig wieder hier. Ups, das war zu schnell. Wo ist er jetzt hin? Jetzt fliegt er wieder über uns? Nee. Doch. Er kreist. Er kreist. Der Hotbutton, er sucht. Was ist eigentlich das hier? Oh. Ah ja. Das ist ja cool. Ich glaube, das könnte nützlich sein. Ein Wasserfall. Etwas an dem Wasser war seltsam. Und es roch unverkennbar nach Ozon. Ich habe so eine Idee. Das ist so eine Situation, wo man sicherheitshalber mal speichert. Oh, ich kann gerade nicht speichern. Das Wasser holographisch etwas verdeckte. Einen elektrischen Zaun? Hätten wir jetzt so eine leere Energiezelle? Aber genau, wir können mal wieder speichern. Speichern wir lieber mal ab, weil es gibt die Option, den Zaun zu berühren. Mhm. Und wir können mal testen, ob wir sterben können. Berühren. Also sowas, don't try this at home. Genau. Ernsthaft. Liebe Kinder, keinen elektrischen Zaun mit Wasser und da überhaupt. Da war ein elektrischer Zaun. Ich fragte mich, ob er unter Strom stand. Au! Ja. Meine Neugier versetzte mir einen Schock. War klar, dass die Kakadus diese Todesfalle mieten. Kann man da irgendwo untersuchen? Etwas an dem Wasser war seltsam. Ja, okay. Und es roch unverkennbar nach Ozon. Na gut, da kommen wir nicht weiter. Dieses Kunstwerk kommt mir erschreckend bekannt vor. Ich glaube, das gab es im ersten Teil. Das stand da vor dem. Das stand das nicht im Reisebüro oder vor vorm dem Reise, Reisebüro? Vorm Reisebüro stand das. Eine metaphysische Krümmungssymmetrie. Mensch und Maschine. Wenn das Kunst war, entging mir wohl etwas. So, was gibt's hier noch? Kakadu. Ah, Werkbank. Ich glaube, da brauchen wir dann später. Eine improvisierte Werkbank war hier aufgebaut. Die Statik schien sich allzu sehr auf ein paar alte, leere Reifen zu verlassen. Grabbits Independent Traders. Ah, sehr gut. So, was haben wir hier noch? Schaukel? Also man muss sagen, also wir wissen ja, dass es von einem Indie-Studio gemacht ist. Ich finde das super alles hier bislang. Also, aber es ist halt ein Areal und das ist zum Maximum, hast du vorhin schon mal angesprochen, zum Maximum ausgenutzt. Und das ist natürlich effizient, dass man jetzt nicht einmal kurz durchrennt und dann das nächste große Areal. Aber es gibt auch viel zu entdecken, also. Oh, guck mal. Da ist ein Sandwich. Ich habe jetzt leider keinen Cursor, aber da ist ein Sandwich in der Tat. Ich glaube, das brauchen wir. Also ich glaube, dann brauchen wir jetzt erstmal das Düt. Dann brauchen wir jetzt erstmal das Düt, damit wir dann die Tür aufmachen können. Dann die Tür aufmachen können. Jetzt versuchen wir mal, ob wir vorsichtig der Vogel wieder. Ah, er ist wieder gelandet. Also wir dürfen nicht zu nah ran. Nur so, dass wir mit ihm interagieren können. Ja, jetzt anlocken. Anlocken? Komm mit, Großer. Tool nehmen. Der Schnabel des Vogels wirkte ganz besonders fies. Es war Big Steve. Und er hatte immer noch Embers Düt im Schnabel. Wenn wir dem anderen Vogel das geben, vielleicht kämpfen die dann miteinander. Mal schauen. Der lässt das fallen. Die Kakadus sahen gemein und hässlich aus. Ja. Nee, dann. Was ist hier? Ah, da ist. Auf dem Boden liegen. Ah. Minikar werfen, okay.
Ich wollte nicht, dass der Vogel meine Hand für seine nächste Mahlzeit hielt. Ich würde mir eine andere Lösung überlegen müssen. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Minicar. Ja, wir müssen wieder tanzen. Und dann vielleicht mit der Brechstange das wegschnicken oder so? Weiß nicht. Ja, da gab es gar keine Option. Hm. Die Option war ja nur, das am Boden zu werfen. Du musst halt irgendwas ja, tun. Ja, nur dann, als es auf dem Boden lag, dann mit dem irgendwie interagieren. Mit dem Brecheisen ihm einen über den Schädel zu ziehen. Weiß ich nicht. Das ist aber sehr brachial. Nein, ich wollte doch nur das Tool weg, während er am Fressen ist. Ach so, das könnte man natürlich probieren. Oh, aber kann man hier nicht? Doch, du musst doch, ich muss doch noch eine Minicar bekommen. Muss doch mehr als eine drin sein. Das riecht doch immer noch so. Hm. Seltsam. Hm, anscheinend kriege ich keine Minicar mehr. Merkwürdig. Hey, Wendell. Haben Sie die Türen aufgekriegt? Gerade so. Haben Sie den Tanz aufgeführt? Klar doch. Sie sagten, das sei notwendig. Das stimmt. Obwohl, das ist witzig. Meine Frau führt auf der Farm nie einen Tanz auf. Aber sie gehen trotzdem immer auf. Egal, was kann ich für sie tun? Wollen Sie eine Minicar? Oh, lieber nicht. Ich dachte, Sie lieben die. Oh, natürlich, sie sind ganz köstlich. Aber? Den eigenen Stoff soll man nicht konsumieren. Bitte? Keine Verköstigung hauseigener Würste. Aha, wie Sie meinen. Na gut. Man sieht sich. Ja. Sonst müssen wir den Spielstand wieder laden, weil sonst haben wir keine Minicar mehr. Es sei denn, wir brauchen keine mehr. Na gut, lass doch nochmal nach dem Vogel gucken. Da ist Big Steve. Immer noch das Gerät im Mund. Ja. Anlocken? Anlocken? Komm mit, Großer. Oh, er hat noch Minicars. Ich dachte, wir haben nur eine. Na gut. Dann werfen. So, jetzt guck mal, während er da ist, wie man mit ihm interagieren kann. Okay, Inventar. Brecheisen. Don't try this at home. Das waren zähe Wüstenvögel. Winkende Brecheisen beeindruckten sie nicht. Ja, dann was anderes. Er ist ein Vogelfreund. Inventar. Seltsam. Na gut, man kann ihn anlocken. Wenn er denn stehen bleibt. So, anlocken. Komm mit, Großer. Man kann ihn irgendwo hinbringen. So, wo wollen wir den hinbringen? Folgt uns noch? Genau. Ja, wir werfen uns. Es dort rein. Den Boden werfen? Nee, da auf das. Und den Blitz. Blitzdings. Genau. Zaun, Minikabel. Na also, geht doch! Und bitte, kein Vogel kam hierbei zu Schaden. Genau, das ist alles virtuell. Und wir würden sowas nie mit einem echten Vogel machen. Außer wir brauchen ein Düt. Du Monster! Was? Der hat das doch überlebt. Ist ja weggeflogen. Er ist weggeflogen, immerhin. Wir bringen keine Vögel. Wir sind Tierfreunde. So. Aber jetzt haben wir was und können sagen. Inventar. Und können sagen. Dieses Düt ist wohl recht wertvoll, hm? Oh, das ist die Grundlage meines Unternehmens. Und da war eine ID drauf? Ganz genau. Eine Bürger-ID. Und die gewährt einem Zugang zur Stadt? Sie sind ein ganz schlauer, was? Rate, was ich gefunden habe.
den Mut, sich wieder hier blicken zu lassen? Nein. Das hier. Was? Meint ihr? Her damit! Klar, aber wie wär's damit? Ich geb dir das Düt im Tausch gegen die Bürger-ID darauf. Das Düt gegen die ID? Aber... Ohne mich hättest du es nicht zurückgekriegt. Ohne sie wäre es gar nicht erst geklaut worden. Dann sind wir quitt. Das ist wohl irgendwie... fair. Perfekt. Wann fangen wir an? Haben Sie ein U-Chip? Ja. Meine Hand tut immer noch weh. Gut. Bringen wir es hinter uns. Geben Sie mir mein Düt, ja? Kommen Sie mit rüber zur Werkbank. Step into my office. Oh, die gehen auch durch eine, durch... Ja. Welcome to my office. Es sind die Straßen dieser Stadt. Kommst du wieder zurück, wo du hingehörst? Eine improvisierte Werkbank war hier aufgebaut. Die Statik schien sich allzu sehr auf ein paar alte, leere Reifen zu verlassen. Moonburg. Hey, Amber. Sind Sie bereit? Bereit? Wofür? Sie wollen die ID dieses Bürgers, oder? Ja. Ja. Was muss ich dafür tun? Cool. Legen Sie nur Ihre Hand flach auf den U-Chip-Scanner. Hier drüben an meiner Werkbank. Okay. Irgendwie glaube ich, dass wir das bereuen werden. So? Ja, okay. Jetzt richte ich nur noch den Laser aus. Laser? Hey, Hand stillhalten oder Sie verlieren sie. Wird das wehtun? Ja. Nicht mehr als die eigentliche Installation des Chips. Gut, jetzt übertrage ich die ID. Das piekt vielleicht etwas. Was war das? Das sollte nicht passieren? Da ist es wieder. War wohl... nichts. War wohl nichts. Offenbar hieß er Graham. Ein braver, unbescholtener Bürger. Graham. Verstanden. Viel Glück, Bürger Graham. Endlich hatte ich eine Bürger-ID. Ich hoffte, dass sie mein Schlüssel zur Stadt sein würde. Warum glaube ich, da ist ein Link-Terminal. Warum glaube ich nicht, dass der so ein unbescholtener Bürger war? So. Nichts geschah. Kein Wunder. Die Eingeweide der Maschine hingen heraus. Also Link-Terminals gab es eben in Spiel 1 und ja. Ich glaube, das war genau so eine Installation eben mit dieser Büste und direkt davor das Link-Terminal. Wirklich? Also da... Terminals sahen jedenfalls auch so aus. Ja. So, jetzt gucken wir mal gerade, was wir machen können. Wir können das Sandwich holen. Schauen wir mal, ob wir damit jetzt berechtigt sind, in die Wartungsebene zu kommen. Weil das wäre ja nicht verkehrt. So, benutzen. Endlich begann Grahams ID mir zu nützen.